Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen und ein gutes und gesegnetes, ein gesundes, ein fröhliches neues Jahr. Euch allen miteinander, schön, dass ihr da seid, und es ist irgendwie total schön, euch zu sehen. Es hat so was Kuscheliges, finde ich, wenn irgendwie Leute, die sich schon seit einer Weile kennen, sich hier zusammenfinden zum Gottesdienst und was Familiäres. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Danke, Bernd, für die musikalische Einstimmung. Und ich weiß nicht, was ihr so macht in diesen Tagen nach Weihnachten und ohne irgendwie Skigebiete, die euch verlockern in Österreich oder in den Dolomiten. Ich habe irgendwie angefangen, mein Haus zu räumen und die Schlamperei eines ganzen Jahres zu beseitigen. Es war irgendwie ein cooles Gefühl. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war Fensterputz. Es war mir einfach zu kalt. Ja, ich heiße euch willkommen in ihrem und in seinem Namen. Kind in der Krippe, Gott Mutter und Gott Vater, Heiliger Geist. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, am Anfang des Jahres stehen wir wieder am Übergang. Wir schauen zurück auf das, was war, die schönen Dinge wie die Erfahrungen des Leides. Es war ein volles Jahr, manchmal freudig, manchmal nicht leicht. Und wir schauen nach vorne in das neue Jahr, voller Hoffnung und auch mit Angst. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringen wird. Wir wissen, dass wir uns selber mit hineinnehmen in das neue Jahr, mit all dem, was uns ausmacht, mit unseren Stärken und mit unseren Sorgen. Wir bitten dich, sei im neuen Jahr bei uns, begleite uns auf unserem Weg durch die Zeit, sei bei uns, wenn wir Menschen begegnen und Lebenssituationen meistern müssen. Mach du unseren Weg gerade und hell und sei du unser Begleiter. Amen. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist, wofür Jesus in die Welt geschickt wurde. Und das ist, wofür wir hier einander den Frieden wünschen, mitgeben, zusprechen. Jede Woche, jeden Samstagabend. Und wir machen das in diesen Zeiten so, wie wir es in diesen Zeiten machen dürfen und können. Wir schauen einander an, wir strahlen uns an und man sieht es an den Augen, wenn man lächelt. Ihr dürft euch zuwinken und ihr dürft euch den Frieden Gottes zusprechen, mitgeben. Und ihr dürft auch an irgendjemanden denken, vielleicht heute Abend, der gar nicht hier ist, in diesen heiligen Hallen, in dieser wunderschönen Kirche im Steckfeld, und jemanden mit in eure Gedanken nehmen und auch der und dem oder denjenigen den Frieden Gottes wünschen und schicken. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Die Lesung aus Lukas, Kapitel 2, Vers 25 bis 33. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen.
Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Amen. Sei du jetzt hier, wenn wir dein Wort hören, das Axel für uns vorbereitet hat. Öffne du unsere Ohren und unsere Herzen. Und öffne du Axels Mund, dass dein Wort aus ihm komme. Amen. Liebe Gemeinde, es ist der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Silvester ist praktisch erst anderthalb Tage her. Was man sich vornimmt, diese guten Vorsätze sind noch ganz frisch in einem drin. Und bin mal gespannt, wie lange mein guter Vorsatz hebt, nämlich meine Predigten etwas kürzer zu gestalten, als sie in letzter Zeit waren. Mal sehen, ob sie diesen heutigen Gottesdienst tatsächlich überleben oder ob der gute Vorsatz schon mit der heutigen Predigt der Vergangenheit angehört. Ich will in dieser Predigt, und ich habe mir wirklich vorgenommen, sie kurz und knackig zu halten, weil ihr nämlich Hausaufgaben bekommen werdet. Die Predigt wird nächste Woche im Laufe der Woche weitergehen. Ich werde also versuchen, kurz zu predigen und will diese Predigt beginnen mit einem Gebet für das vergangene Jahr und will sie enden mit einem Gebet für das neue Jahr und will euch dann zwischendurch mitnehmen in ein paar Gedanken. Lasst uns beten. Ewiger, zeitloser Gott, du hast uns in eine Welt von Raum und Zeit gestellt und durch die Erfahrungen unseres Lebens segnest du uns mit deiner Liebe. Gib, dass wir in der Erinnerung an das vergangene Jahr deine Gegenwart sehen dürfen, dass wir erkennen können, wie deine Liebe am Werk war in unserem Leben, dass wir sehen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und doch gab es Zeiten im vergangenen Jahr, in denen wir deine Liebe nur schwer sehen konnten. Gib uns die Fähigkeit, das Gute zu behalten und das Schwere loszulassen. Gib uns die Kraft, denen zu danken, die Gutes für uns getan haben, und die zu segnen, denen uns schuldig geworden sind. Und erinnere uns immer wieder daran, dass unser Anfang und unser Ende in deiner Hand liegen, dass wir beginnen dürfen immer wieder neu, so wie ein kleines Kind in der Krippe, so wie wir es an Weihnachten gefeiert haben. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir Fernseher gucken oder ein Buch lesen oder uns Geschichten und Märchen erzählen lassen, dann sind wir es gewohnt, dass es da ein Ende der Geschichte gibt. Wir sind es gewohnt, dass die Dinge auf ein Ende zugehen. Irgendwann ist das tollste Buch vorbei und der spannendste Film ist rum. Und manchmal ist es so, dass wir dieses Happy End herbeisehnen und das blödeste Buch ist irgendwann Gott sei Dank auch vorbei und der langweiligste Film kommt auch zu einem Ende. Da ist es dann so, dass wir dieses Ende herbeigesehnt haben. Wir sind es gewohnt, dass die Dinge ein Ende haben. Und auch in unserem Leben ist es so, dass Dinge Ende haben.
Und manchmal, da sehnen wir dieses Ende herbei und manchmal, da fürchten wir dieses Ende ganz arg. Das ist, wie wir es in unserem Leben oft erleben. Das Spannende ist jetzt aber, dass es in unserem Glauben diese Enden gar nicht gibt. Dass unser Glaube gar kein Ende-Glauben ist. Dass so sehr manche Leute das Christentum auch verdrehen und in sich hinein verknoten und Geschichten daraus erfinden und ein Endzeit-Ding daraus machen, das Ende ist nahe. Es ist eigentlich in unserem Glaube gar nicht drin. Weil unser Glaube, das Christentum, unser Glaube an diesen Heiland, der da geboren ist, den wir feiern, ist ganz und gar und absolut immer wieder ein Glaube des Anfangs, des Neuanfangs, des neuen Seins. Es ist kein Ende-Glaube. In dieser Geschichte, die unser Glaube ist, in unserem Glaube, der in diesen Geschichten erzählt wird, gibt es dieses Ende eigentlich gar nicht. Dieses Ende, das wir manchmal als Happy End gerne herbeisehnen würden und auch dieses Ende, das wir fürchten. All das existiert in unserem Glaube eigentlich gar nicht. Und ich will euch mitnehmen in diesen Gedanken des Anfangs ohne Ende. Und ich will das tun, indem wir uns ganz kurz die drei großen Feste anschauen. Wir haben gerade eines davon gefeiert, Weihnachten. Und es geht jetzt schon auf das nächste zu, nämlich Ostern. Und Pfingsten, das ist dann hoffentlich zu einer Zeit, wo es draußen heller und wärmer ist und wo ganz viel Neues da sein wird und wieder Gutes. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Feste des Anfangs. Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Geburt, des Geborenwerdens. Gott wird in diese Welt hineingeboren. Ostern, das ist das Fest des Lebens, wo aus einem Grab Leben hervorbricht, wo eben die Macht der Welt, die Tod sagt, überstimmt wird von der Macht Gottes, die Leben ruft. Und Pfingsten, das ist das Fest, wo Gott noch einmal ganz neu zu uns kommt. Mit Neuem, mit neuen Sprachen, neuem Hören, neuem Verstehen. Alles drei Anfänge, alles drei Feste des Neuanfangs. Und ich glaube jetzt, dass die Menschen, die damals dabei waren, das tatsächlich nicht so gesehen haben. Die haben das nicht so gesehen. Für die war es tatsächlich immer wieder, jetzt soll aber langsam Ende sein. Es ist Ende. Oder irgendetwas kommt zu Ende. Gott sei Dank kommt es zu Ende. Ich glaube, die Leute, die dabei waren, haben das immer wieder gedacht. Jetzt ist das Ende des Alten endlich erreicht. Jetzt kommen wir endlich an das Ende dessen, was so schwer war. Jetzt kommt endlich das Neue. Jetzt ist das Alte vorbei. Und das ist das, was wir gerade in unserer Bibel gehört haben, in unserer Bibellesung aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Kapitel von Lukas, 25 bis 33. Da wird von diesem alten Mann erzählt, diesem Simeon, der alt war und grau, dem wahrscheinlich der Weg in den Tempel mühevoll geworden ist über ein langes, langes Leben. Und es war ein Leben des Wartens, weil ihm weisgesagt worden war, dass er nicht sterben sollte, bevor er nicht den Heiland sehen soll. Und wahrscheinlich hat er gewartet und gewartet und gewartet und ist darüber alt geworden und hat vielleicht auch angefangen zu zweifeln und kommt an diesem Tag in den Tempel und da kommt ein Paar, ein älterer Herr mit einer jungen Frau und sie bringen ein kleines, junges Kind, einen Erstgeborenen, den sie im Tempel Gott zeigen und ein Opfer bringen wollen. Und er sieht dieses Kind und er erkennt, das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Da ist es, dieser Neuanfang. Herr, sagt der Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast allen Völkern.
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis und zum Jubel und zum Ruhm deines Volkes Israel. Das singt er, der alte Simeon. Und genau das ist es. Weihnachten ist ein Fest des Anfangs, ein Fest des Hineingeborenwerdens in die Welt, dass Gott in die Welt hineingeboren wird. Gott in der Welt. Gott nicht mehr weit weg, sondern es ist ein Neuanfang. Gott kommt in unser Leben hinein. Und das Gleiche wird erzählt letztendlich an Ostern. Da erzählt es das Gleiche nochmal am anderen Ende dieses Lebens, das wir in den Evangelien hören. Ja, natürlich, die dabei waren. Zuerst hatten sie gedacht, jetzt ist ein Ende erreicht. Ein Ende mit Schrecken, ein Ende, vor dem sie Angst hatten. Karfreitag, alles ist aus, alles ist vorbei. Das ist das Ende, das sie gefürchtet hatten. Und dann passiert Ostern. Zuerst sind es ein paar Frauen, die irgendwas Unverständliches erzählen von offenem Grab und leerem Grab und Engel und so. Und ganz langsam setzt sich's durch. Jesus lebt. Das Leben lebt. Gott lebt. Weiterhin. Und ich denke, da haben auch viele gedacht, yeah, happy end, jetzt. Ha. Ja, der Beweis, die Macht und die Stärke dieser römischen Besatzungsmacht, der Macht und die Stärke dieser ganzen Glaubensorganisation, die da dahinter gesteckt hat, die versucht hat, dem ein Ende zu bereiten, die ist jetzt vorbei. Dieses Ende ist tatsächlich ein Happy End. Und sie haben sich getäuscht. Dieses Osterfest ist ein Fest des Anfangs, ein Neuanfang. Das ist ein Happy Anfang, nicht ein Happy End. Weil es war nicht einfach alles nur vorbei, sondern es begann etwas Neues. Etwas Neues, das im Alten existiert hat. Natürlich war nicht alles einfach nur vorbei, sondern alles begann. Jesus ist auferstanden. Das ist der ultimative Anfang, der Neuanfang, immer wieder neu. Denn an Ostern kommt das Leben in unser Leben hinein. So sehr wir auch denken, da liegen Steine vor dem Grab oder auf dem Grab bei uns, so sehr wir auch denken, das Ende ist da, so ist es doch in Wirklichkeit Gottes Leben in unserem Leben drin. Leben in unserem Leben. Und Pfingsten, da war es wahrscheinlich auch so, dass sie dachten, jetzt ist das Ende des Alten endlich da. Dieses Ende von Trennungen von Sprachen, dieses Ende von Trennungen von Klassen, dieses Ende von Trennungen von Schranken. Wahrscheinlich haben die ersten Jünger, als das dann passiert hat, als sie die Flammen gesehen haben und das Brausen gehört haben und auf einmal Verständnis da war, sogar auf der Straße draußen, haben sie gedacht, jetzt ist das Alte endlich rum. Dieser ganze alte Scheiß mit verschiedenen Sprachen und Nationen. Dieses ganze Unverständliche, was da war seit Babylon, seit dem Turmbau, das ist jetzt endlich rum. Es war nicht rum, sondern etwas Neues begann. Und dieses Neue ist nicht einfach nur das Aufheben von was Altem, sondern es ist was total Neues. Und es ist Gott bei uns. Gott in jedem und jeder von denen, die da waren. Gott war auf einmal da und erfüllte sie mit Licht und mit Wärme und mit Kraft und mit Bewegung und mit Begegnung, mit Neuem ihm aus dem Alten heraus. Ja, natürlich haben sie gedacht, das ist ein Fest des Endes und jetzt ist alles gut und Happy End und toll und sie lebten glücklich bis an. Also ich weiß es nicht, in den Filmen, wenn dann am Schluss dann Happy End und sie fangen an zu geigen und so und sie sind frisch verheiratet und denkst, naja gut, und wie sieht es jetzt in 10 Jahren aus? Nein, all diese Feste sind in Wirklichkeit Anfangsfeste. Geburt, Leben, Gottes Dasein in uns drin. An Pfingsten ist es, dass der Geist, die Atem- und Lebenskraft Gottes, die Ruach Gottes,
dieser Geist, den wir eigentlich nur als die Geist verstehen können, diese Lebensenergie, aus der Leben herauskommt, die schon immer weiblich ist, dass diese Atem- und Lebenskraft Gottes in unser Leben hineinspricht. Und keiner von diesen Anfängen, weder Weihnachten noch Ostern noch Pfingsten, beendet jetzt alle unsere Probleme. Es ist kein festes Ende, sondern es geht weiter. Es geht weiter und zwar verändert, anders, neu, mit neuen Möglichkeiten, wie jede Geburt eine Möglichkeit ist, mit neuer Kraft, wie jedes Mal, wenn wir morgens aufstehen, neue Kraft da ist, mit neuem Verstehen, wie jedes Mal, wenn wir etwas verstehen, begreifen, anlangen können und es auf einmal in uns aufblüht, hell wird. Es geht weiter. Es geht weiter mit dem Wissen, dass etwas möglich ist. Es geht weiter mit dem Wissen, dass Gott zu uns spricht. Und es geht weiter mit dem Wissen, dass Gott mit uns geht. Weil unser Glaube ist eben nicht ein Endeglaube, sondern ein Anfangsglaube. Unser Glaube ist ein bei uns Glaube. Gott bei uns Glaube. Unser Glaube ist ein, wir leben auch da, wo wir es nicht sehen, Glaube. Unser Glaube ist ein, Gott spricht zu uns in unserem Glauben, auch wenn es um uns herum laut ist. Unser Glaube ist ein Anfangsglaube. Schön wäre es jetzt, wenn diese Predigt damit ein Ende hätte. Für manche ein herbeigesehntes Ende und für andere ein Happy End. Hey, klasse, er hat es gesagt, toll, Ende, fertig, aus, gehen wir heim, Amen. Auch hier ist jetzt erst der Anfang. Weil das könnte ich jetzt noch 20 Mal predigen und es wäre immer noch einfach eine Predigt, die von mir kommt. Es ist jetzt etwas, wo es darum geht, dass wir es lernen, dass wir es üben, dass wir uns darauf einlassen. Weil die Wahrheit ist natürlich, dass unserer Welt Grenzen gesetzt sind, Ende gesetzt sind. Dieser Gottesdienst muss enden, weil eine Ausgangssperre kommt und ihr heimkommen sollt. Euer Heimweg soll irgendwann zu Ende sein. Glücklich und zufrieden und gesund hoffentlich und Happy End, dass ihr daheim seid. Deswegen will ich euch eine Hausaufgabe mitgeben. Ich habe sie euch aufgeschrieben. Ihr braucht es euch also gar nicht merken. Ihr kriegt jeder am Ausgang so einen Zettel, wo es draufsteht. Und ich will euch eine Übung mitgeben, eine Meditationsübung. Macht sie nächste Woche, macht sie im Januar. Macht sie vielleicht einmal, nehmt euch 10 Minuten Zeit, legt schöne Musik auf, zündet eine Kerze an, ein bisschen Weihrauch. Macht sie 3-mal, keine Ahnung, ihr findet eure Zeit. Macht sie morgens oder abends, ich weiß es nicht, wann es für euch gut ist. Ich will, dass ihr diese 3 Feste meditiert. Und zwar jeweils mit einem Blick auf das Ende, auf das Alte, auf das Vergangene und mit einem Blick auf die Zukunft. Nehmt euch Zeit. Und wenn jetzt kein Ende für diesen Gottesdienst wäre, würde ich es euch hier machen. Ich würde jetzt ein paar Tage spielen und meditative Musik und dann hätten wir Zeit. Haben wir nicht. Also, Hausaufgaben. Weihnachten. Wer oder was wurde für mich geboren im alten Jahr? Was sind die guten Dinge, die geboren wurden? Was ist Neues entstanden im alten Jahr? Was ist geboren worden in mir hinein? Und auf welche Geburt warte ich im neuen Jahr? Was darf sein? Worauf hoffe ich? Was wünsche ich mir? Was soll geboren werden im neuen Jahr? Ostern. Wo war denn Leben in meinem Leben im alten Jahr? Das ist eine spannende Frage, die nicht einfach nur heißt, ja, 365 Tage habe ich ja gelebt, sondern wo war Leben? Wo war diese Lebenskraft? Wo war ich richtig lebendig im alten Jahr? Und das ist gerade in dieser Zeit, wo wir so viel über Tod und Verlust nachdenken, wichtig, mal drüber nachzudenken, wo war ich lebendig im alten Jahr? Und dann zu fragen, auf welches Leben in meinem Leben freue ich mich denn? Worauf hoffe ich?
was soll sein in meinem Leben? Was sind neue Lebensmomente, von denen ich hoffe, dass sie kommen im neuen Jahr? Und dann Pfingsten. Wo habe ich Gott gehört im alten Jahr? Da waren diese Momente, wo Gott zu mir gesprochen hat, wo so eine kleine Flamme da geschwebt hat über mir, wo sie meinen Ohren gerauscht hat, wo ich gespürt habe, Gott bei mir. Und dann darüber nachdenken, was will ich Gott sagen? In der Hoffnung auf eine Antwort im neuen Jahr. Denn was ihr da jetzt meditiert, das bringt ihr ins Wort. So ein ganz schöner alter pietistischer Begriff, ins Wort bringen. Der Herr ins Wort bringen. Dinge auszusprechen für sich selber, Dinge zu benennen. Das, was zu Ende gegangen ist und das, was kommen soll. Es hat Kraft. Und es gibt euch einen Weg. Es hat Kraft, indem ihr auf das Alte guckt und vielleicht das Gute darin seht und das Schlechte liegen lasst. Und es hat Bedeutung, weil ihr dem Neuen einen Raum gebt, dass es tatsächlich sein darf. Ihr dürft Gott sagen, gib mir Geburt in meinem Leben. Ihr dürft Gott sagen, gib mir Leben in meinem Leben. Und ihr dürft Gott sagen, bitte antwortet. Und indem ihr das tut, macht ihr eure Ohren auf, dass Gott tatsächlich antworten kann. Wenn Gott antwortet, frage ich bloß immer, ob ihr es hört. Der Anfang, der ist da. Und deswegen will ich euch diese Fragen mitgeben für den Anfang, im Anfang dieses neuen Jahres. Wir liegen nachher da draußen, jede von euch, wäre schön, wenn es einen Zettel mitnehmen könnte. Lasst uns beten für das kommende Jahr. Ewiger Gott, du hast uns in eine Welt von Raum und Zeit gestellt. Und durch die Erfahrungen unseres Lebens segnest du uns mit deiner Liebe. Gib, dass wir in der Hoffnung auf das kommende Jahr deine Gegenwart sehen dürfen. Dass wir erkennen können, dass deine Liebe am Werk ist in unserem Leben. Und dass wir sehen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und doch wird es auch Zeiten im neuen Jahr geben, in denen wir deine Liebe nur schwer sehen werden. Gib uns dann die Fähigkeit, die Hoffnung zu behalten. Beschütze uns in den schweren Zeiten. Gib uns die Kraft, denen zu danken, die Gutes für uns tun werden und die zu segnen, denen uns schuldig werden. Und erinnere uns immer wieder daran, dass unser Anfang in deiner Hand liegt. Dass wir leben dürfen immer wieder neu, so wie das Leben siegreich bleibt, wie der Tod es nicht halten kann, in Jesus Christus, dem Auferstandenen, so wie wir es in der Osternacht und jeden Tag und jeden Morgen feiern. Amen. Auch im vergangenen Jahr ist was passiert, was jetzt über viele Jahre hinweg in unserer Gemeinde geschehen ist, aber im letzten Jahr ist mir das irgendwie besonders aufgefallen, also noch mehr als all die anderen Jahre davor, weil, das ist ein bisschen paradox, ihr vielleicht versteht das auch gar nicht, wenn ich es euch jetzt versuche zu erklären, weil die Gemeinde hat die Gemeinde getragen. Und es hat auch umgekehrt funktioniert. Also die Gemeinde hat die Gemeinde getragen. Und umgekehrt. Und das finde ich total wundersam und wunderhaft und schön, dass das so klappt, dass Menschen da sind, die geben Zeit und Hingabe und Ideen und Inspirationen und Geld dafür, dass die Salz der Erde Gemeinde Gemeinde sein kann. Und dann gibt die Gemeinde wieder den Menschen, die Gemeinde sind, was zurück. Also es ist irgendwie ein ganz spannender Prozess und er funktioniert immer. Also seit es die Salz der Erde in Stuttgart gibt, funktioniert das jedes Jahr. Und
letztes Jahr war es für mich irgendwie eins der größten Wunder, dass das so gut wie alle anderen Jahre oder besser auch geklappt hat. Und jetzt haben wir ein neues Jahr, jetzt fangen wir von vorne an zu sagen, die Gemeinde trägt die Gemeinde und umgekehrt. Lieber Gott, wir danken für die Gaben von Geld und Überweisungen, für die Gaben von Ideen und Zeit und Dienste tun, dafür sorgen, dass die Gemeinde tragen kann. Leg du dein Segen auf all diese Gaben, auf diesen Reichtum, der hier zusammenfindet, an diesem Tisch, an diesem offenen Tisch, den wir hier haben, der immer offen ist, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Offen für jede und jeden, der oder die gerade einen offenen Tisch braucht und eine Einladung. Segne du all diese Gaben, die hier zusammenkommen. Und wir danken dir, lieber Gott, für all das, was wir uns vornehmen fürs neue Jahr, für all das, wofür wir danken möchten im vergangenen Jahr. Und ich glaube, da gab es viel. Segne du unsere Pläne, unsere Ideen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Und das Jahr, in das wir hinein uns auf den Weg machen. Und wir bitten, lieber Gott, für all jene, denen es heute Abend kalt ist, die frieren, die vielleicht irgendwo auf der Straße sitzen und einen Raum der Wärme brauchen und suchen. Vielleicht sitzen sie auch in einem warmen Raum und sie frieren trotzdem. Man kann ja ganz unterschiedlich frieren. Gib du Wärme und Licht und Freude und Hoffnung überall dorthin, wo es am allermeisten gebraucht wird. Wir bitten für den Martin, Segen besonders brauchen kann in diesen Tagen. Und wir bitten für Kersten, deren Eltern beide gestorben sind, kurz vor Weihnachten. Nimm du die Eltern auf. Hol sie zu dir in deine Nähe. Und segne du die, die hier bleiben und in ein neues Jahr gehen auf deiner Erde. Segne du alles, wofür wir danken möchten. Und segne du, wofür wir uns nicht trauen zu bitten. Alle anderen Gebete legen wir in das eine Gebet hinein, dass wir auch mit unseren Schutzmasken beten können, laut oder leise. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, ja auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
so wollen wir dieses Fest feiern. Dieses Fest, das wir das Abendmahl nennen. Es war an einem Abend. Aber eigentlich, theologisch, ist dieses Fest ein Frühstück. Es ist ein Fest der Stärkung für den Anfang. Abendessen für mich ist so immer so das Essen, wenn du das schaffst den ganzen Tag. Und jetzt gibt es noch was Leckeres zum Abendessen. Nein, es ist Frühstück. Also für mich ist Abendmahl Kaffee. Den du brauchst, um morgens so den Tschum zu kriegen. Es ist ein Fest des Anfangs. Und gerade heute, am 2. Januar, soll es ein Fest des Anfangs für euch sein. Ein Fest, aus dem wir Kraft schöpfen, um hineinzugehen in ein Jahr, in eine Zeit. Und vielleicht auch bloß in den nächsten Tag. Weil jeder Tag zählt für sich selber. Und ein Tag nach dem anderen sollen wir leben. So lasst uns feiern. Guter Gott, sei du jetzt hier. Fülle du unser Fest mit deinem Anfang, mit deiner Geburt, mit deinem Leben, mit deinem Geist, deiner Lebenskraft für uns. Lass uns im Hören und Sehen alles spüren und erfahren, was wir sonst schmecken und spüren dürfen. Sei du hier bei uns. Fülle du diesen Moment mit deiner Heiligkeit und deiner Gegenwart. Lass es uns Frühstück sein, dass uns Kraft gibt für die Zeit, die kommt. Und so erinnern wir uns nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Gegenwart und an die Zukunft. Wir erzählen einander und hören es und spüren, dass du da bist. Jesus Christus, in jener Nacht, die für viele das Ende zeigte und die doch der Anfang war des Lebens, Brot nahm vom Tisch. Wir dankten für die Kraft, die darin lag, an die sie spüren sollten bei jedem Bissen. Er brach das Brot, gab es ihnen und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Esst davon, und so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nach dem Mahl nahm er den Kelch, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes. Er dankte wiederum. Gab ihnen den und sprach: Nehmt, trinkt alle daraus, spürt die Kraft dieser Verbindung. Spürt es fest, dass diese Gemeinschaft sein soll. Trinkt daraus, und so oft es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Guter Gott, fülle du uns jetzt mit deiner Gegenwart. So, wie wir Brot essen und die Frucht des Weinstocks trinken und sie Teil unseres Körpers werden, werde du Teil von uns, sodass wir Teil von dir sein können. Werde du die Realität in unserem Leben. Sei du hier. Darum bitten wir in Christi Namen. Amen. Sind wir mehrfach und vielfach gesegnet mit Musik, gleich dargeboten auf zwei Zithern, danke lieber Rainer, und mit einem gesprochenen Segen, unter den wir uns jetzt stellen.
segne euch, jede und jeden einzeln, jede Sternchen N. Gott segne euren Schlaf, die Zeit, in der ihr euch erholt, die die Voraussetzung dafür ist, dass ihr was anpacken könnt und was schaffen könnt und was bewältigen könnt. Gott segne jeden Schritt, den ihr tut, jeden Meter und jeden Kilometer, den ihr euch bewegt, mit dem Roller, mit dem Rad, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Flugzeug. Luftballon. Gott lasse sein und ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Sie hebe ihr Angesicht auf euch und gebe euch ihren und seinen wunderbaren Frieden.